Exzellent präsentieren. Präsentiere alles außergewöhnlich. Hallo? Hallo Anna? Hallo Petzl. Was rauscht denn da so? Das ist ein selbstgebauter Brunnen, durch den unser Quellwasser in den Badeteich vor meiner Nase, hinter dem ich diese wunderschöne endlose Landschaft mit den Vulkanbergen am Horizont sehen kann. Und außerdem winkt mir meine Tochter noch von der anderen Seite des Badeteichs zu. Okay, das hört sich nach Urlaub an. Ja, genau. Ich bin in meiner zweiten Heimat. Ich bin im Cantal. Ah, schön. In deiner Sommerresidenz gewissermaßen. Genau. Genau. Und es gibt was, zu dem ich dir gerne gratulieren möchte, Petzl. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode von Exzellent präsentieren. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Genau, ja. Wir sind 100. Ha, ja, unglaublich, Wahnsinn. Das ging plötzlich so schnell. Genau. Wir hatten ja eine lange Zeit alle 2 Wochen eine Episode. Jetzt sind wir ja wieder wöchentlich mit Podcast-Episoden draußen. Und ja, jetzt ist die 100 ganz schnell gekommen. Eben noch die 99, jetzt schon die 100. Pah. Wahnsinn. Genau. Na, weißt du noch, wie du mich angerufen hast und gesagt hast, Anna, ich habe da so eine lose Idee, ich würde gerne mit dir podcasten? Ich hab mich richtig bei dir beworben. Ne? Ja. Also ich hab mir so ein Konzept aufgeschrieben. Ja. Genau, und dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch mal versuchen, einen Podcast zusammen zu machen. Und das Spannende war ja auch so, ne, diese beiden Perspektiven, die wir auf die Präsentation haben. Ne? Du mit deinem Schauspielerhintergrund hast du ja eine leicht andere Perspektive als meine, die ja doch schon sehr durch PowerPoint-Dienstleistungen geprägt war. Und das war schon mal spannend. Haben wir auch eine ganze Menge voneinander gelernt. Und das war auch etwas, was wir lernen mussten, dass natürlich, wenn wir voneinander lernen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns andere dabei zuhören wollen, ja schon da. Aber naja, es ist vielleicht nicht so attraktiv gewesen, wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigt haben. Genau. Und dann haben wir technische Dinge noch gelernt. Wir haben uns ja auch wirklich von Angesicht zu Angesicht im Studio gesehen. Genau, ja, aber nur am Anfang. Und dann sind wir irgendwann, hast du angefangen zu gucken, wie könnten wir das vielleicht auch remote hinkriegen. Genau. Einfach aus Zeitgründen. Wir wohnen auf 2 Seiten der Stadt, wenn wir in einer Stadt sind. Und das ist, ne, das war leichter, uns zusammenzukriegen und auch vor allem Gäste außerhalb von Hamburg ins Gespräch zu bekommen. Das war remote viel einfacher und irgendwie waren wir dann technisch schon vorbereitet, als es dann plötzlich über Nacht hieß, geht nur noch remote. Genau, Corona im letzten Jahr war natürlich dann auch nochmal eine Veränderung. Wir haben dann relativ schnell umschalten können. Wir waren vorbereitet, das stimmt. Wir haben dann sogar Videos gemacht, täglich ein Video auf LinkedIn, richtig, weißt du noch? Ja, aber wie? Ich habe vergessen. Wie haben wir schon gelivestreamt? Das gab es noch nicht, oder? Nee, Livestream noch nicht. Das ist erst später gekommen. Aber wir haben mit Zoom uns unterhalten und das haben wir aufgenommen. Und daraus sind da so und kleine Videos entstanden. Und dann hast du geschnitten mit kleinen Zusätzen dazu und dann haben wir es online gestellt. Genau, und das haben wir täglich gemacht. Genau, und dann war das so, am Anfang ging das noch so, wir haben morgens uns unterhalten und da war dann irgendwie am frühen Vormittag das Video online. Und dann hatten wir beide auch immer wieder mehr zu tun. Ja, genau, es kam ziemlich rasch, dass wir ganz schön viel zu tun hatten sogar. Ja, aber das war trotzdem wichtig, dass wir dieses tägliche Ritual hatten, weil, ja, wir haben uns da beide ganz gut durch diesen Beginn dieser Krise getragen. Mit dem Gefühl, es sind ja nur ein paar Wochen, bis es vorbei ist und dann wurde irgendwie absehbar, könnte dauern. Und es war tatsächlich ein Schutz auch, dich da zu haben und eine Unterstützung, die wahnsinnig wertvoll war. Das ging mir ganz genauso, dass du warst absolut wichtig für mich, dass du da warst. Ja, also das glaube ich, haben wir uns beide ganz gut getragen können. Und erstaunlicherweise ging das offensichtlich anderen auch so. Mit uns. Genau, und das war ein Riesengeschenk. Genau, wir haben tolles Feedback bekommen, auch etwas später, also als im letzten Sommer im Grunde wir also ein bisschen durchatmen konnten, kamen dann so äußere, Mensch, ihr habt mich durch die Krise getragen oder wenn ihr nicht gewesen wärt, dann weiß ich auch nicht. Also so wirklich ganz tolle Rückmeldung. Ihr wart ein Anker, total toll. Also da haben wir das erste Mal gemerkt, ey, es geht interaktiv. Ja. Ihr draußen, ihr seid da und wir können mit euch zusammen Wege gehen. Und irgendwie hat sich daran auch, glaube ich, unser, was machen wir hier eigentlich, wozu machen wir das eigentlich, warum machen wir das eigentlich, immer mehr konkretisiert. Und wir haben entdeckt, wir kommen zwar aus verschiedenen Perspektiven, aber uns eint eine Mission.
Und auch wenn wir die am Anfang noch nicht formulieren könnten, ich glaube, es ging immer schon darum, mittlerweile können wir sie formulieren. Genau, wir wollen wieder für Vorfreude sorgen. Und zwar, wenn es um Präsentationen geht. Dass, wenn man hört, hey, du bist zu einer Präsentation eingeladen als Zuschauender, dass man sich darauf freut. Dass man weiß, ey, das wird was ganz Besonderes. Und wir alle wissen ja, ne, das ist nicht immer so. Präsentationen, ne, da rechnet man ja schon teilweise mit dem Schlimmsten. Und daran arbeiten wir, dass sich das ändert und dass wir uns wirklich wieder richtig auf Präsentationen freuen können. Und zwar selbst, wenn es die 5-Minuten-Präsentation vorm Vorstand ist, macht es einen Sinn, dafür zu sorgen, dass sie was bewirkt, einen Sinn macht. Und das schaffen wir natürlich nicht alleine. Na, dafür brauchen wir Kooperationen, dafür brauchen wir Support von euch. Wir brauchen Verbündete, ja, genau. Genau. Und da haben wir auch ein bisschen was in der Pipeline. Also wir haben eine Podcast-Kooperation, werdet ihr merken, wird was passieren. Yeah. Und, ja. Und das, aber was ja auch noch sich geändert hat, seitdem wir immer klarer unser Warum formulieren können, bekommen wir ja auch immer mehr Rückmeldung von euch da draußen. Oder auch Anfragen. Oder auch, sag mal, könnt ihr uns bitte bei diesem Punkt helfen? Oder lass es doch da mal was zusammen machen. Das hat sich gerade in den letzten Wochen extrem verändert. Genau. Also viele, viele Anfragen. Sei es, das, möchtest du meiner Sendung sein? Oder wollen wir da mal zusammen ein Projekt vorbereiten? Und aber auch, und das dafür bin ich so dankbar, dass ihr uns schreibt, wenn wir tatsächlich mit unseren Inhalten für euch was bewirkt haben. Das ist so ein Geschenk, davon mitzubekommen. Also, ne, falls ihr in diesem Moment denkt, stimmt, die eine Folge, die eigene Episode von euch, die war total hilfreich für mich, ey, schreibt uns davon. Oder wenn ihr auch wisst, das und das Thema, das haben wir einfach noch nicht genug beleuchtet in deinen, euren Augen, Ohren, dann schreibt uns davon. Auf welchem Weg auch immer. Also genau das macht gerade richtig glücklich, dass das immer mehr passiert mit euch. Mich jedenfalls. Ja, also ich freue mich wie so ein Schneekönig, sagt man, ne? Aber das passt nicht so richtig zum Sommer. Nee, finde ich auch falsches Wort. Nee, wir sind Sonnenkönig. Auch wieder ein anderes Bild. Aber ich bin ja in Frankreich. Okay. Also, ich freue mich natürlich auch, dass wir jetzt die nächsten 100 Episoden vor uns haben. Genau, die zweiten Woche, 100. Genau, die 101 kommt ja schon in der nächsten Woche. Und ja, schreibt uns, sei es eine E-Mail über LinkedIn oder wie auch immer ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, unter einem Post auf Instagram oder sonst wo. Dann gehen wir darauf ein und machen was Schönes draus. Darauf freue ich mich. Ich mich auch. Und erstmal hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.